warum man Weihnachten auch ätzend finden darf. Die schönste Zeit im Jahr, das Fest der Liebe und besinnliche Weihnachten. Kein anderer Feiertag wird mit so vielen positiven Attributen belegt wie das Weihnachtsfest. Dabei sieht die Realität, wenn das bunte Geschenkpapier erst einmal entfernt wurde, ganz anders aus. Zu keiner Zeit des Jahres eskaliert Streit in Familien und Beziehungen so flächendeckend und explosiv wie zu Weihnachten. Die Erwartungshaltung ist hoch, die Enttäuschung vorprogrammiert. Wer schafft, sich vom Zauber der künstlichen Weihnachtspropaganda, die die Wirtschaft uns schon seit Oktober aufzwingen will, nicht blenden zu lassen, weiß. Weihnachten ist brandgefährlich und das nicht nur, wenn man auf echten Kerzen am Christbaum besteht. Viele Emotionen prallen aufeinander und kochen hoch. Doch auch die Rahmenbedingungen werden immer schwieriger und die Chancen auf ein friedvolles und harmonisches Fest der Liebe schwinden mit jeder erloschenen Wunderkerze. Warum man ruhig auch mal ehrlich sein und von Weihnachten so richtig die Schnauze voll haben darf, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Moderne Familienstrukturen zeigen ihre Schwachstellen. Das Patchwork-Dilemma kommt zu keiner Zeit im Jahr mehr zum Tragen als zu Weihnachten. Diese modernen Familienverbände erfordern das ganze Jahr über organisatorische Höchstleistungen von allen Beteiligten. Von Kompromissbereitschaft, Verzicht und Verständnis einmal ganz zu schweigen. All diese kleinen Unstimmigkeiten und die Unzufriedenheit, die bei allen Betroffenen irgendwie kanalisiert werden muss, kommen zu Weihnachten an einen Tisch und versammeln sich unter einem Baum. Unnötig zu erwähnen, dass die schönste Zeit im Jahr dann schnell einer hochexplosiven Gefahrenzone weichen muss, in der sämtliche Hemmungen fallen und das vermeintliche Patchwork-Glück sein wahres Gesicht zeigt. Nummer 2. Große Erwartungen, über die niemand spricht. Je intensiver uns die Werbung mit dem opulenten und pompösen Familienfest locken will, desto misstrauischer sollten wir werden. Worum geht es dabei? Richtig, wir sollen konsumieren bis zum Umfallen. Für Geschenke geben wir am besten ein kleines Vermögen aus und der Esstisch muss sich mindestens so heftig biegen wie der Gabentisch. In Film und Fernsehen sehen alle Menschen glücklich und zufrieden aus. Im echten Leben kann man schon froh sein, wenn die ganzen schwelenden Konflikte nicht eskalieren. Wir wünschen uns sehr, dass dieses Bilderbuch-Weihnachten, das man uns wochenlang eintrichtert, wahr werden möge. Doch meistens vergeblich. Nummer 3. Man muss viele, viele, viele Fragen beantworten. Egal ob Single, frisch verliebt, frisch getrennt oder frisch gebackene Eltern, die liebe Verwandtschaft wird mit indiskreten Fragen nach dem Privatleben nicht lange hinterm Berg halten. Meistens kann man schon froh sein, wenn man vor dem Nachtisch nicht schon damit drohen musste, die eigene Familie zur Adoption freizugeben, weil das Kreuzverhör unerträglich wird. Gerade Familien, die sich nur an Weihnachten vollzählig sehen und sprechen können, müssen dann alles an Informationsaustausch nachholen, was sie das ganze Jahr über versäumt haben. Nummer 4. Firmenweihnachtsfeiern sind das reinste Minenfeld. Man will nicht hingehen, aber man muss. Wirklich spendabel ist die Chefetage hier schon lange nicht mehr. Trotzdem muss man artig Danke für das Sparmenü, ein Getränk pro Person inklusiv, sagen. Die Weihnachtsansprache handelt meistens davon, dass man hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und den Gürtel nächstes Jahr enger schnallen muss. Die Kollegen sind entweder rasch volltrunken oder zeigen unaufhörlich Fotos vom Nachwuchs. Diese Feiern dauern schier endlos und kosten uns den letzten Rest an Nervenkostümen, den die Vorweihnachtszeit uns noch gelassen hat. Nummer 5. Die angeheiratete Verwandtschaft kommt. Wenn es ein Unwort gibt, das in den Tagen und Wochen vor Weihnachten nicht ausgesprochen werden darf, dann ist es Schwiegereltern. Wer welche hat, darf sich ziemlich sicher nicht über ihr Erscheinen freuen. Es hat Gründe, warum die entfernte Verwandtschaft im geografischen Sinne die liebste ist.
Nummer 6. Für Singles sind Feiertage emotional belastend, obwohl der Vergleich sie sicher macht. Eigentlich wäre Weihnachten der perfekte Zeitpunkt, um sich als Single auf die Schulter zu klopfen und zu gratulieren. Wer das Gezänke und die ewigen Diskussionen der ganzen Paare um sich herum live und in Farbe wohl oder übel mitbekommt, schätzt sein Inseldasein umso mehr. Diejenigen allerdings, die von einer eigenen Familie oder zumindest von einer Beziehung träumen, werden nostalgisch und sentimental. Das schlimmste Chaos und die dramatischsten Ehekrach-Szenarien können sie nicht davon abhalten, dem größten aller Weihnachtsirrtümer zu erliegen. Dem »Bei mir wird das alles einmal ganz anders« Mythos. Nummer 7. Der Einkaufswahnsinn und der Geschenkezwang sind unerbittlich. Das Problem mit Weihnachten ist nicht der 24. Dezember oder die beiden Feiertage danach. 3 Tage Familie am Stück kriegt man irgendwie gebacken, notfalls mit Cognac und Sekt als Grundnahrungsmittel der Wahl. Den eigentlichen Stress verursachen uns die gefühlten 1000 Dinge, die es für diese 3 Tage zu organisieren gilt. Geschenke, Papier, Baum, Deko, Essen und die ganzen Nebengeräusche sind es, die uns eigentlich in den Wahnsinn treiben. Der Heiligabend kann nichts dafür. Nummer 8. Man entkommt toxischen Familienmitgliedern nicht und muss mitspielen. Das Problem mit Familienfesten ist in 100% der Fälle die Familie. Während man schwierigen Familienmitgliedern das restliche Jahr über irgendwie aus dem Weg gehen kann, sitzt man plötzlich mit ihnen an einem Tisch und entkommt ihren Attacken nicht. Da der Weihnachtsfrieden um jeden Preis gewahrt werden muss, ist man als halbwegs anständiger Mensch gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die hochprozentigen Likörfläschchen als Christbaumbank wurden übrigens speziell für diesen Zweck erfunden. Unser heutiges Fazit. Oh, du qualvolle Weihnachtszeit! Was tun gegen den Weihnachtshorror? Ganz einfach. Nicht mitspielen. Jeder Mensch hat das Recht auf seine ganz persönlichen Weihnachten. Wer dem Konsumwahn entfliehen und sich nicht jedes Jahr in Unkosten oder gar Schuldenberge stürzen möchte, führt einfach die Zero-Geschenke-Ära ein. Wem die Familie den letzten Nerv raubt, der kann ihr vorübergehend kündigen. Es gibt eine einfache Lösung für dieses Dilemma: Weihnachten light. Man könnte es auch Rückbesinnung auf den ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfestes nennen. 30 Sorten Kekse zu backen und atemlos von einem Event zum nächsten zu tigern, war er jedenfalls nicht. Erobere dir Weihnachten zurück, probe den Aufstand und wage das Unerhörte. Weihnachten gehört dir. Mach dir selbst das schönste Geschenk von allen und tausch den Wahnsinn ein gegen die Stille und Besinnlichkeit, die wir nur mehr vom Hörensagen kennen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.